der Kollege Kai Gottschalk von der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Grundsteuerzahler, liebe Mieter, liebe Eigentümer, das sind Sie alle, die Sie hier auf den Tribünen sitzen. Die Grundsteuer bezahlt so gut wie jeder Bundesbürger entweder als Mieter über eine Umlage oder als Eigennutzer einer Immobilie. Diese Steuer ist also von hoher Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Darum frage ich mich, ob dieser Grundsteuerreformmarathon, der in der politischen deutschen Nachkriegsgeschichte wohl einmalig ist, jemals ein Ende gefunden hätte, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht völlig zu Recht die aktuellen Regelungen zu den Einheitswerten für verfassungswidrig erklärt hätte. Wie so häufig musste das Bundesverfassungsgericht Politik machen, weil Sie alle, die Sie schon länger hier sitzen, reformunwillig sind, meine Damen und Herren. Bei der kalten Progression war es ebenso, genauso wie bei der Gewerbeertragssteuer. Meine Damen und Herren Minister, ich frage Sie eigentlich ganz direkt, wie reformunfähig ist diese Regierung eigentlich? Reformunfähigkeit lässt sich nämlich am Beispiel gerade der Grundsteuer hervorragend untermauern. Seit über 25 Jahren, liebe Bürgerinnen und Bürger, wird nun über eine Reform der Grundsteuer diskutiert. Es wurden über die Zeit eine ganze Palette von unterschiedlichen Modellen diskutiert. Doch letztlich scheiterten sie alle, da es am Ende für alle Länder oder viele Länder zu inakzeptablen Verschiebungen im Länderfinanzausgleich gekommen wäre. Auch beim neuesten Versuch, eine Reform der Grundsteuer beizuführen, wobei Herr Scholz keine gute Figur abgibt, ähnlich wie bei der Fusion von Commerzbank und Deutsche Bank, wird auch wieder das Argument sein, warum sich ein Bundesland, in diesem Fall Bayern, vor der Reform sperrt. 600 Millionen Euro mehr müssten die Bayern als größter Nettozahler im Länderfinanzausgleich berappen. Für mich völlig nachvollziehbar, meine Kollegen von der CSU, zeigen Sie sich hier standhaft. Es ist nämlich das Geld der bayerischen Bürger. Die CSU bringt hier jetzt in Person von Markus Söder die Möglichkeit von länderspezifischen Regelungen ins Spiel. Er würde gerne Öffnungsklauseln für die Länder haben, damit jedes Land seine länderspezifischen Bedürfnisse einbauen kann. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die CSU am Ende wieder mal einknickt, wie das unter Herrn Seehofer in der politischen Vergangenheit viel zu oft passiert ist, ist nicht gesagt, ob die von Olaf Scholz vorgebrachten Regelungen am Ende verfassungsgemäß sind. So schrieb beispielsweise die Welt am 1.2., ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, die künftigen Erhebungsverfahren werden allerdings kompliziert. Dem Eckpunktepapier zufolge müssen etliche Bewertungs- und Eigenschaften von Grundstücken und Gebäuden neu ermittelt werden. Vieles davon ist streitanfällig und manche Experten zweifeln sogar jetzt schon an der Verfassungsmäßigkeit. Recht hat die Welt und die vielen Kritiker. Wir hätten also mit der möglichen Reform, die gar keine ist, wieder den Fuß in der Tür des Bundesverfassungsgerichtes. Wir als AfD sehen also in der Verfassungsmäßigkeit der Reform die erste Sollbruchstelle. Darüber hinaus sehen wir aber noch zwei weitere große Themenkomplexe. Zweitens, hier im Hohen Haus, gerade von links, wird so oft das Wort Gerechtigkeit in den Mund genommen. Gerechtigkeit, ja, ist ein wichtiges Wort in der Politik und auch eine große Währung. Aber leider stellen sich gerade diejenigen, liebe Kollegen von der SPD oder von den Linken, leider gerade etwas komplett anderes unter Gerechtigkeit vor, wenn sie darüber sprechen, als die vielen Menschen da draußen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Also erstens, wäre es gerecht, dass Mieter oder Eigentümer mehr Steuern zahlen, wenn der Wert der Immobilie steigt, in der sie wohnen? Nein. Denn was können Sie dafür? Wäre es gerecht, wenn die Steuer ganz auf den Vermieter abgewälzt wird? Nein, er hat hart gearbeitet, Einkommensteuer bezahlt und Grunderwerbsteuer bezahlt. Drittens, wäre es gerecht, kommunale und genossenschaftliche Bauträger zu bevorzugen? Denn damit wären alle Bewohner anderer Immobilien benachteiligt. Es gäbe also sowas wie gute Mieter, schlechte Mieter. Und wie gerecht ist es eigentlich, dass man in einem Kreis im Landkreis Börde 0% Grundsteuer zahlt, während man in Nauheim im Kreis Groß-Gerau 960% bezahlt? Und kommen wir zum dritten Problem der ganzen Misere, der Verwaltungsaufwand. Mir konnte bis heute noch niemand verlässlich erklären, wie dieser ganze Verwaltungsaufwand, immerhin müssen 35 Millionen Grundstücke und das alle 7 Jahre lang neu bewertet werden. Hier muss wieder ein ganz neuer Apparat geschaffen werden. Die FDP, der muss ich mal zustimmen, spricht hier zu Recht von einem Bürokratiemonster, was geschaffen wird. Meine Damen und Herren, und aus all den Gründen kommt für uns als AfD nur die Abschaffung dieser Grundsteuer in Frage. Selbstverständlich wissen wir aber auch, dass die Grundsteuer mit etwa 14 Milliarden Euro Einnahmen eine wichtige Finanzquelle für die Kommunen in Deutschland ist. Aus diesem Grund sehen wir die Notwendigkeit einer alternativen Steuerquelle mit Hebesatzrecht.
Diese Möglichkeit lässt Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes für Kommunen zu. Einen entsprechenden Antrag reichen wir auch in den kommenden Wochen dazu hier im Plenum ein. Aber zuerst, liebe Kollegen, folgen Sie unserem Antrag. Setzen Sie endlich ein Zeichen für die Reformruine Deutschland, dass wieder endlich grundsätzliche Reformen im Sinne der Bürger und ihnen dienenden Veränderungen möglich sind, mit einer Regierung, die sich bisher in allen wesentlichen Punkten, die sie zu bewältigen hat, als reformunwillig gezeigt hat. Schaffen Sie mit uns diese unsägliche, unreformierbare Grundsteuer ab, bevor Sie wieder vor dem Verfassungsgericht landen. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Andreas Jung für die Fraktion CDU-CSU.